Der Aufstieg Skywalkers, das Ende der Skywalker-Saga, für Anakin, für Luke und jetzt auch für Ben Solo, dem letzten Skywalker. Als der finale Trailer zu Star Wars 9 herauskam, sprudelten unsere Ideen und unsere Videothemen, die wir für euch behandelten. Alle Schiffe aus dem Trailer, Palpatines neue Superwaffe und C-3PO's wahre Bestimmung neben der Analyse als Beispiel. Ein Thema, was zu Unrecht im Verborgenen blieb, sind die Sith-Truppen. Die roten, düster aussehenden Soldaten. Wir haben die aktuellsten Infos für euch parat und schauen uns an, warum diese Truppen eine doch bedeutendere Rolle spielen könnten. Vorerst sei einmal gesagt, alle Infos wurden durch verschiedenste Quellen zusammengetragen. Durch die Star Wars Show, Bücher, Comics, veröffentlichte Bilder und einige mehr. Fackeln wir also nicht lange drumrum. Die Sith Trooper sind die neueste Evolution der Sturmtruppen der Ersten Ordnung. Sie sollen im Krieg gegen den Widerstand die ultimative Armee darstellen, das ultimative Bataillon, welches die Rebellen zerschlagen soll. Benannt nach den Sith, einer alten Ordnung von dunklen Machtnutzern, ziehen diese Soldaten ihre Macht und Inspiration von genau diesem Erbe. Die Truppen sind also nicht ganz normale Soldaten, wie wir sie im Imperium oder der Ersten Ordnung bis jetzt sehen durften. Sie lassen sich von der dunklen Seite inspirieren, versuchen eine Art dunkle Armee darzustellen, die alles, was wir bis jetzt sehen durften, in den Schatten stellt. Ihre Waffen sind neu, gespickt mit der schärfsten Präzision und den tödlichsten Lasern. Neben ihrer hervorragenden Ausbildung sind diese Soldaten aggressive Nah- und Fernkämpfer, trainiert im Kampf mit und ohne Waffen. Eines der markantesten Details ist die Rüstung der Sith-Truppen. Der grimmige bzw. düstere Look kommt nicht nur durch die rote Farbe und den Helm zustande, sondern ebenfalls durch das besondere Muster, die Riffelungen und präzise angeschnittenen Rüstungsteile. Ob und inwiefern diese Ausrüstung standhafter und wendiger sein wird, wissen wir noch nicht. Allerdings soll das 105. Bataillon, dem die Sith-Truppen angehören, ebenfalls für die schwierigsten und kompliziertesten Aufträge und Missionen genutzt werden. Dafür sind sogar spezielle Sith-Jet-Trooper ausgebildet worden, die wir bisher nur auf Bildern sehen durften. Das komplette Bataillon der mysteriösen Sith-Truppen steht dem obersten Befehlshaber Kylo Ren und dessen Knights of Ren zur Verfügung. Aber woher kommen die Sith-Truppen? Am wahrscheinlichsten ist es wohl davon auszugehen, dass diese im Verborgenen, in den unbekannten Regionen ausgebildet wurden. Der Ursprung der Ersten Ordnung liegt dort. Aber was sind die unbekannten Regionen? Nun, die unbekannten Regionen waren ein großer Bereich am Rande der uns bekannten Star Wars-Galaxis, welcher bis zur Zeit des Galaktischen Imperiums nahezu unerforscht blieb. Als Palpatine zum Imperator wurde, ließ er Forschungen betreiben, weshalb die erste sichere Route in das Unbekannte gefunden wurde. Am Ende des Imperiums, bei der finalen Schlacht von Jakku, floh Rey Sloane in diese erforschten Areale und dort entstand dann die Erste Ordnung. Als Beispiel die Starkiller Base aus Star Wars Episode 7 war dort vorzufinden, bis sie vom Widerstand gesprengt wurde. Könnten die neuen Sith-Trooper eine Verbindung zu Palpatine haben? Aus kanonischen Quellen wissen wir, Palpatine spürte das erste Mal um Episode 6 herum eine dunkle Macht in diesem Bereich, bei der es sich um Snoke handeln könnte. Da die Sith-Truppen ihre Inspiration von der dunklen Seite und den Sith beziehen, wäre das ziemlich passend. Kylo Ren führt diese Krieger an, sie könnten aber bereits von Snoke in Auftrag gegeben worden sein, der diese für den richtigen Moment ausbilden ließ. Trotzdem sollten wir nicht vergessen, weder Snoke noch Kylo Ren gehören zu den Sith an. Einige Theorien spekulieren daher, dass Kylo Ren einen Wegfinder nutzt, der ihn zu den Sith-Truppen führt. Diese hätten viele Jahre gewartet, bis Kylo Ren sie zu neuem Glanz führen sollte, um Palpatines Erbe, sein Vermächtnis zu wahren und in die Galaxis zu tragen. Aber was denkt ihr? Schreibt uns eure spannende Theorie zu den neuen Kriegern in die Kommentare. Hashtag 212. Gemeinsam sind wir stark.